Peace, meine Freunde, euer Sandmax am Start. Heute mal wieder mit einem Commentary und im Hintergrund seht ihr Black Ops 3. Ich habe eine relativ gute KD in dem Gameplay, ist ein relativ gutes Gameplay geworden. Und ich habe heute aber ein umso geileres Thema mitgebracht. Und zwar geht es bei mir heute um Bullen-Stories. Also um Stories, die mit der Polizei zu tun haben. Da sind nicht alle so einwandfrei gewesen. Manche sind lustig, manche sind vielleicht ein bisschen bitter, manche sind vielleicht ein bisschen dreist. Aber alles dazu jetzt. Und ich saß hier so am Anfang und habe mir so ein kleines Stichwortmäßig was aufgeschrieben, was ich denn so finde. Und dann dachte ich so, eigentlich hast du gar nicht so viel erlebt. Und mit dem Mal kam immer mehr und immer mehr. Und das zeigt, ich habe hier eine Liste, die ist so lang, da könnte ich wahrscheinlich 8 Videos mitfüllen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich mit ich anfange. Ich glaube, ich fange einfach mal mit der lustigsten Story an. Und zwar waren wir mit Freunden süppeln, wir waren einen trinken in der Kneipe, haben ordentlich einen reingescheppert und ich war dann relativ voll, wir sind dann rausgegangen, draußen haben wir dann noch mit so einem Rollschuhfahrer gequatscht, mit so einem, der so einen elektrischen Stuhl hat, der war relativ lustig drauf und dem haben wir noch einen gesoffen und ich war dann irgendwann so voll, dass ich einfach nicht mehr konnte, die wollten aber nochmal rein, ich habe mich dann auf die Bank gelegt und wer schreibt denn hier, ach das Vibe, und ich war dann relativ voll, hab draußen dann ungefähr eine Stunde gepennt, dann sind die Jungs rausgekommen, wir wollten eigentlich nach Hause gehen, auf dem Weg nach Hause musste ich dann allerdings brechen, hab dann vor den McDonald's gebrochen, hab mein T-Shirt ausgezogen, hab mir die aus dem Gesicht gewischt. Dachte mir dann aber so, scheiße, eigentlich kannst du es nicht bringen, ja, weil das T-Shirt war relativ teuer. Also bin ich oberkörperfrei in den McDonald's reingelaufen, hab mein T-Shirt wieder geholt, beziehungsweise hab mir eine Tüte geholt, um mein T-Shirt halt wieder zu holen. Wir sind dann losgegangen, wollten eigentlich dann zum Auto gehen und auf dem halben Weg kommt dann so eine Olle an, ja, und sagt so, ey, zieh dir doch mal wieder was an, ja, und ich war voll, ja, ich war voll wütend. Da habe ich zu meinen Jungs gegangen, gesagt, hier, ey, da hat mich einer angepöbelt, ne, bin dann mit meinen Jungs dahin. Da gab es dann so ein kleines bisschen Streiterei und eigentlich auch nichts Großes, ein bisschen, man hat sich so ein bisschen angefeindet, man hat sich vielleicht auch mal so die ein oder andere Backpfeife gegeben. Wir wollten dann eigentlich gehen und auf einmal überall kommen Bullen, also Polizisten. Die haben uns dann auch mit auf die Wache genommen, das war nicht weit, das waren 200, 300 Meter, also es war auch relativ dämlich der Ort. Und dann dort angekommen, die hatten eigentlich nichts gegen uns in die Hand. Irgendwer muss was gegen uns gesagt haben oder irgendwer muss sich gemeldet haben. Die Polizisten wollten natürlich dementsprechend da auch dann mal darauf zurückkommen. Wir haben dann da in diesem Warteraum gesessen und ich saß da so und mein Kumpel hat einen Handschuh mit Seife bzw. mit Desinfektionsmittel gefüllt und hat mir den so ins Gesicht geschleudert. Und ich habe die Scheiße ins Auge bekommen und bin übel ausgerastet. Ich war sturzhagelvoll, habe da rumgeschrien, mein Auge. Der Polizist dann die ganze Zeit, setzen Sie sich, erziehen Sie sich. Immer, nein, mein Auge. Ja, und Ende vom Lied war, sie haben uns dann rausgeschmissen. Also das muss man auch erstmal schaffen, dass selbst die Polizei keinen Bock mehr auf uns hatte. Und das Ganze geht eigentlich nahtlos über mit letzter Woche, da war ich auf dem Geburtstag und wir sind dann noch in die Stadt gefahren und ich habe mich ein bisschen abgekapselt, bin kurz woanders hingegangen und als ich dann aus dem Club raus bin, habe ich übel das Schreien gehört und dachte mir so, boah, ich war sowieso so ein bisschen auf Krawall gebürstet, was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie mal eine reinhauen wollte, aber ich dachte mir, wenn irgendwas abgeht, dann willst du wenigstens mal Flay suchen, so ein bisschen, also das soll jetzt nicht heißen, ne, aber wie dem auch sei, habe gesehen, da geht was, ich bin hingelaufen, wollte eigentlich so ein bisschen deeskalieren dazwischen gehen, habe aber gesehen, alle hauen sich so gegen den Kopf und bla und alle gegen alle, hatte ich keinen Bock drauf und ich sehe einfach, ich stehe hier und 20 Mitarbeiter in die Richtung waren Polizisten, die irgendeinen Penner volllabern, der am Boden liegt und da wahrscheinlich pennt oder so und die Polizistin schreibt da schön ihren Mist auf, ja, dachte ich mir, gehst du vielleicht mal hin, sagst du vielleicht mal Bescheid, vielleicht haben die es nicht mitbekommen. Und ich sage ihr so, ja, hier, Entschuldigung, wenn sie mal die Erste sein wollen, die heute mal was löst, ne, da. Die packt ihren Stift weg, alles ein, stellt sich so hin und sagt so, ja, entschuldigen Sie bitte mal, aber wie ich meine Arbeit mache und ich denke mir nur so, Alter, halt das Maul, die treten sich da gerade gegen den Kopf und du stehst da und belehrst mich, ja. Da habe ich nur gesagt, das ist der Grund, warum euch alle hassen, ja, und dann bin ich auch gegangen. Ganz ehrlich, also so eine Scheiße, ne. Das lässt sich eigentlich nur noch toppen durch. Bin ich vom Fitnessstudio nach Hause gekommen, kurze Hose angehabt, T-Shirt, Muskelshirt, kurze Hose, Muskelshirt. Es war übel glatt und das ist, wir haben in meinem Dorf damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, war so eine S-Kurve, ne? S-Kurve, passt das ja. Ja, und es war glatt, ich noch schön Golf gehabt, wollte so ein bisschen in die Kurven reinschlittern und sehe einfach und denke mir auch noch so, fährst mal lieber nicht zu schnell, ist glatt, hat geschneit, fahre in das scheiß Dorf rein und sehe einfach, dass da ein Auto im Graben liegt, da rechts im Graben. Alter, ich wie der Blitz angehalten, ausgestiegen, reingehüpft, versucht, das Auto lag auf der Seite, versucht die Tür aufzumachen, hat absolut nicht geklappt, weil es übel schwierig war, eine vollgeschneite Tür aufzumachen. Hab's dann aber doch geschafft, Auto leer. Ich denke mir, geil, ich die Polizisten gerufen, warte. Natürlich vollkommen unter Schock, aber da ist einem auch nicht kalt. Polizisten kommen, ja, und das Erste, was die einfach mal interessiert ist, wo kommen sie her, warum stehen sie hier in kurzer Hose, was machen sie hier? Ich denke mir so, Alter, was ist denn mit euch, Alter? Ich habe den Schock meines Lebens gerade. Ich dachte, da liegt einer tot im Graben und die labert mich voll, warum ich da in kurzer Hose stehe. Ende vom Lied war, die haben ihn gefunden, der lag ein paar Kilometer weiter dann auf der Straße, rotzevoll, der hatte wohl Wein gesoffen und dachte sich, er will ein bisschen rumdriften bei dem Wetter. Cool. War auf jeden Fall lässig und es gibt eigentlich nur noch sehr wenige Stories, die das alles toppen können. Gut war mal, wir hatten hier in Braunschweig in unserer Stadt mal einen Knall, einen mysteriösen Knall und ich war am Hafen unterwegs, da haben wir so ein altes verlassenes Haus und ich höre so einen Knall. Und ein bisschen vorher ist auch ein Auto an mir vorbeigeheizt, irgendwie so ein Audi, der übel, weiß ich nicht, das PS-Monster war.
Und dachte ich mir, okay, fährst du doch mal gucken, was da knallt, ja, weil es hat uns alle genervt. Es hat hier echt gescheppert, als wenn hier ein Flugzeug mit Überschall durchballert. Haben sich sogar einige, hat sich sogar TV-Total darüber lustig gemacht. Und ich sehe, dass die da mit Böllern schmeißen, ja. Okay. Ich dachte mir, bist du jetzt mal assi, bist du mal besorgter Bürger, rufst du mal die Bullen an. Ich angerufen, sag hier, Hafen knall, ne? Die mir aber mit ihrem Auto hinterhergeheizt, ich mit meinem Auto vorne weg, das war auch gar nicht so ein langsames Auto damals. Die sind dann aus der Hafen, das ist so eine riesige Straße, die durch den Hafen führt und dann rüber über die Kreuzung auf den Parkplatz. Da habe ich gestanden, die haben im Hafen gestanden. Was kommt? Polizei kommt angefahren, fährt an denen vorbei, heizt mit 500 Sachen durch den Hafen durch. Ich denke, das kann nicht sein. Die mit ihrem Audi dann natürlich weggeballert, ich dann den Bullen hinterher, heizt den wie ein Bekloppter hinterher. Die halten an, ich sage, sie sind gerade an euch vorbeigeschlossen. Ne? Und die so, ja, dann wissen wir aber bestimmt, wo die hinfahren. Die fahren aus dem Hafen raus gegenüber dem Parkplatz. Ich dachte mir nur so, alles klar, macht euer Ding. So saudämlich kann man gar nicht sein. Und das lässt sich wirklich nur noch durch na, okay, ich sage das, glaube ich, jetzt hier bei jeder Story. Aber da gibt es noch zwei Dinge, die ich euch noch unbedingt erzählen muss. Und zwar, Kumpel und ich will meinen Kumpel nach Hause fahren. Und auf einmal sagt mein Kumpel so, Junge, willst du nicht anhalten? Da kommt mir ein Rollerfahrer einfach straight entgegen, ohne dass er Licht an hat. Und ich denke mir so, alles klar, Digi, alles klar. Kein Licht an, rufst du mal die Bullen. Ich rufe die Polizei an, weil sowas hasse ich, ne? Sowas hasse ich. Hätte ich den umgemäht und hätte den totgefahren, ich hätte mich mein Leben lang geärgert, ne? Oder hätte mich mein Leben lang selbst bestraft. Ich die Polizei angerufen, sage, hier Jungs, ne, da ist ein Rollerfahrer ohne Licht und so. Und die tausend Fragen, ich sage, hallo, der fährt ohne Licht, keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Wir dem ewig hinterhergefahren, weil wir wollten den natürlich auch nicht entkommen lassen. Sowas kann ich gar nicht ab, da bin ich echt ein Assi, ne? Wir ewig hinterhergeheizt, immer, der ist immer im Viereck. Und der ist ein Roller gefahren in der Siedlung, wo man einfach 5000 Fluchtwege hat. Ja, wir immer hinterher, hinterher. Und dann hat er in der Einfahrt angehalten und die Polizei kam dann auch letzten Endes, ist natürlich vollkommen falsch gefahren. Wir denen dann Bescheid gesagt und dann haben sie ihn aber auch letztendlich gekriegt, aber auch da wieder. Wir sind bestimmt 20 Minuten hinterhergefahren, ja. Da bin ich halt so einer, ne? Und das kann ich wirklich nur noch mit einer einzigen Sache toppen, obwohl ich hier noch 30 Sachen auf meiner Liste habe. Ich fahre meine Ex-Freundin, sorry, wenn ich das jetzt hier mal so sage, Sandra, ich fahre meine Ex-Freundin ins DAX, in den Club, ja. Und die hatte noch einen Kumpel dabei und noch eine Freundin und die steigen alle aus und auf einmal, ich, bam, Junge, knallen in meinem Auto. Ich denke, Alter, was ist denn da los, ne? Ich steige aus, treten die sich da gegen den Kopf, ja, und sind sich da am Boxen und so. Will ich so ein bisschen dazwischen gehen, hab die dann auch so, die haben sich dann auch alle so wieder so ein bisschen beruhigt und die quatschen so und dann sagt er so, ey, du hast meinen Freund im Club Scheiß angeguckt und er so, nein, und dann stehen die da und ich denke so, alles klar. Auf einmal, bam, haut er dem volles Ding in die Fresse, dass er mit dem Hinterkopf voll gegen die Regenrinne ballert. Ich wieder Blitz will dazwischen gehen, der Typ nimmt mich in den Schwitzkasten, ich mich aus dem Schwitzkasten befreit, rennt zum Auto, hol mein ganzes Equipment raus. Ich hatte alles dabei, vom Boxen noch, meine Handschuhe, also vom Boxen nicht die Handschuhe, aber ich hatte meine Handschuhe dabei, meine Lederhandschuhe, Mundschutz, alles. Ich dachte mir, komm, gehst du mal hin, gehst mal dazwischen, ne, weil es waren, glaube ich, vier auf einen dann oder so. Und ich gerade alles am, ne, vielleicht auch noch das ein oder andere Equipment dabei gehabt und lauf gerade zu denen hin, da sehe ich, wie die Bullen kommen. Alles klar, alles wieder eingepackt und weg damit, Alter. Dachte ich mir, nee, die Scheiße musst du dir jetzt nicht antun. Da habe ich mich gleich mal wieder in mein Auto gesetzt und verpisst. Ja, das war auf jeden Fall Teil 1. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil draus machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Material da mal habe. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Bis hierhin wird wahrscheinlich doch noch jemand geguckt haben, weil die Storys vielleicht ganz interessant sind. Liked mich doch mal auf Twitter und auf Instagram. Macht sowieso keiner. Ich bin raus. Schaut euch das letzte Video an. Es wäre sehr, sehr nice, wenn ihr euch das letzte Video anguckt. Da habe ich ein Duel mit Stormy gemacht. See you later. Das war One. Das war Insane Rex. Morgen geht's weiter. Wenn's euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Abonniert, hier wird keiner enttäuscht. Games, Retalk, Blogs und Shows. Erlebnisse meines Lebens, die ich mit euch teile. Ob Abenteuer, lustig oder pure Langeweile. Alles kriegt ihr mit, denn ihr seid meine Homies. Zusammen an die Spitze kommen, drückt mir die Daumen. Insane Rex ist super geil, liebe euch.